Freunde, wir haben uns heute mal lecker Zitronenkuchen gebacken in der neuen Kosori Heißluftfritteuse, in dieser riesengroßen. Und wir zeigen euch, wie das geht. Bleibt dran, viel Spaß. Für unseren schnellen Zitronenkuchen brauchen wir 125 Gramm Zucker. So, dann brauchen wir 400 Gramm Mehl. Dann brauchen wir 175 Milliliter Buttermilch. Komisches Maß. Ja, können jetzt auch 180 Gramm, 180 Milliliter sein, weil das ist hier nicht die Einteilung, die ich bräuchte. Aber mein Gott, 2 Gramm oder Milliliter mehr macht da jetzt nichts. Dann brauchen wir Butter, 200 Gramm. Schön weiche Butter. 200 Gramm. Muss ich. Ach ne, ich mache das in Stücken. Lässt sich besser rühren. Was? Das sind 250 Gramm so ein ja, Stück? Ja, 250. So, Butter. So, dann brauchen wir keine Waage mehr. Mit der Tasse haben sich jetzt auch schon viele abgeguckt, habe ich gerade mal so gesehen in dem Video. Ich habe das früher noch nie irgendwo gesehen, dass das einer eine Tasse macht. Und jetzt, bums, hat auch einer eine Tasse gemacht, damit ihr euch nicht das Ganze versaut. Ja, wir sind diejenigen, die immer zeigen, was Neues ist. Vielleicht hat die Oma das ja auch so gemacht, man weiß es nicht. 3 Eier brauchen wir. So, jetzt brauchen wir den Abrieb einer Zitrone. Ich habe hier die riechende Zitronenschale. Aufheben würde. Nimmt man eine Schere. Was man nicht immer alles so braucht. Abgerieben mit Zitronenschale. Na, kommt alles raus hier. Wenn schon, dann alles. Zitronenschale, dann ein halbes Paket Backpulver. Dann, da habe ich schon mal die Hälfte rausgenommen. Kommt jetzt hier der Rest drin. Und dann einmal Vanillezucker. Alles für Geschmack. Alles für den Geschmack. Alle Geschmacksverstärker. So, und dann braucht man natürlich wie immer eine kleine Prise Salz, damit das noch alles verstärkt wird. Und dann können wir das alles verrühren lassen. Ja, und dann lassen wir das jetzt einfach von der Küchenmaschine schlagen. Ich brauche schon ja keinen Handmixer mehr, habe ich festgestellt. Ich lasse jetzt alle hier drin machen, weil das einfacher wird. Und wenn eine super Werdemaschine ist. Stimmt's? Ja. So, und jetzt habe ich mal probiert und das ist mir einfach nicht zitronig genug. Wenn Zitronenkuchen sein soll, muss das doch irgendwie nach Zitrone schmecken. Also nehme ich mir jetzt hier noch eine halbe Zitrone und presse sie noch aus und dann lüftet da richtig schön rein. Du wolltest ja nur dein Pressgerät zeigen. Verrate nicht alles! Das ist so cool, dass ich jetzt selber Zitronen auspressen kann. Mit Kraft. So. Jetzt rühre ich das einfach mal ein bisschen unter. Und dann hast du Zitronen. Und dann habe ich Zitronenkuchen hoffentlich. Ohne den Saft schmeckt der glaube ich gar nicht. Na siehste. Und du konntest deine Pressmaschine auszeigen. So, so, und jetzt ist es so dolle zitronig, dass wir den Kuchen nicht mehr essen können. So, jetzt müssen wir mal kurz kosten. Lecker. Jetzt schmeckt das nach Zitrone. Da sollte das doch. So. War Sinn und Zweck der Sache. Genau. Jetzt haben wir hier eine Kastenform und ich nehme jetzt eine Kastenform, damit ich euch zeigen kann, dass man das jetzt auch in der neuen Heißluftfritteuse backen so kann. Groß ist. Weil die so groß ist, genau, da passt das nämlich rein. Sonst hast du ja immer das Problem gehabt, diese Formen hier, die passen da nicht rein. Kastenformen und was so ein bisschen größer ist. Aber in dieser Kosori Dual Blaze Twin Frei, also diese Namen sind ja fürchterlich. Müsste man mal auf Deutsch auch mit drauf schreiben. Wir schreiben da auch alle in Englisch und was weiß ich alle noch mit drauf. Warum schreiben die das alle nicht auf Deutsch? Immer, kommt noch im Laufe der Zeit. Muss mal erstmal einen Übersetzer suchen. Das kommt noch. Das kommt. Wirst du sehen. So, jetzt haben wir hier schön unseren Zitronenkuchen drin. Und den kann man jetzt einfach in dieser riesigen Heißluftfritteuse schön backen. So, mal gucken. Das geht jetzt theoretisch wie im Umluftherd, Heißluftherd. So, ich habe jetzt diese Crisper-Platten da rausgenommen. Kann man ja hier unten einfach reinstellen. Denke mal, dass da nicht passieren dürfte, obwohl die Crisper-Platten vielleicht auch noch drin passen.
muss man sich immer mal probieren. So hoch wird der Kuchen ja auch nicht. Nee. Also mache ich die Butter wieder rum. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie groß das ist. Das ist ein Riesenteil. So, und jetzt kann man den Kuchen hier reinstellen. Der hat ja genug Platz. Jetzt sieht man hier, dass der wirklich Platz hat. So, genau. So, und dann kann der Kuchen hier nämlich rein. Also diese Platten, wenn er sie reinmacht, müsst ihr versuchen, dass sie wirklich gerade drin sind. Ich habe sie jetzt so einfach zumachen, anschalten. Wir wollen dann nicht links oder rechts, wir wollen die gesamte Zone haben. Wir wollen dann jetzt an Temperatur und die Zeit 50 Minuten. Na komm. Läuft nicht weiter, wenn ich die Hand drauf halte. Nee. So, 50 Minuten und dann können wir das backen und dann ist das gut. Und jetzt kann man die ganze Fläche hier benutzen. Also für eine große Familie super. Absolut perfekt. Ganz toll, dass man da große Sachen jetzt endlich mal machen kann, dass man sich entscheiden kann. Ist auch für dich perfekt, wenn wir zum Beispiel eine Feier haben oder genau. Sowas. Dann ist das ganz ideal. Dann kannst du alles mit ihnen abwaschen. Dann kannst du mal einen großen Braten machen, genau. Schiebst ihn da rein, genau. Lässt ihn in Ruhe fertig backen und du hast Zeit für deine Gäste. Genau. Oder du kannst, wenn du eben alleine bist, machst du hier die Abteilung rein und dann hast, also diese Abtrennung hier ist ja mit dabei. Und dann kannst du dich entscheiden, willst du die linke Seite oder die rechte Seite nutzen oder du machst auf der einen Seite Pommes und auf der anderen Seite irgendwelches Fleisch oder so. Also ist schon ein cooles Gerät. Und ausgeklügelt. Ausgeklügelt. Und vor allem einfach zu bedienen, geht einfach auf und zu. Wenn man jetzt aufmachen würde, hört sie kurz auf und schaltet sich dann wieder an, wenn du zumachst und geht ja, dann so. Einfach weiter. Also ist cool. Jetzt lassen wir das erstmal backen. So, schaut mal, mein Kuchen ist fertig. Wir haben jetzt bei 140 Grad in der Heißluftfritteuse gebacken, wo eigentlich 160 Grad Umluft vorgeschrieben ist, also 20 Grad weniger kann man da ruhig einstellen. Und wir haben knapp 50 Minuten gebraucht. Jetzt ist der Kuchen super und jetzt muss da nur noch Puderzuckerguss drüber oder Zuckerguss eben. Wir machen da natürlich jetzt wieder Zitrone mit rein, dass wir den Guss schön hinbekommen. Jetzt muss ich das erstmal verrühren. Gucken. Ach, da kann noch mehr rein. Ja, kann richtig saftig sein. Richtig saftig darf es ja nicht sein. Ach so. Weißt du immer. Der Puderzucker muss ich zwar auflösen. Jetzt habe ich wieder zu viel Puderzucker da drin. Muss ich noch ein bisschen ran machen, aber das muss ich ja auch noch verstreichen lassen. So, wo ist dann noch den letzten Rest? So, jetzt rühre ich so lange, bis die Klümpchen hier weg sind. Und dann haben wir einen schönen weißen Zuckerguss. So, das kann dann jetzt hier auf den Kuchen drauf. Zitronenzuckerguss. Lecker, lecker. So. Wartet alles super. Ja, und wenn der so schön weiß ist, dann ist das nämlich nicht mehr so doll flüssig. Daran sieht man, dass je weißer der ist, desto fester ist der Guss. Und dann läuft er nicht mehr so vom Kuchen runter. Also wenn er noch so durchsichtig ist, dann macht lieber noch ein bisschen Puderzucker mit dran. Dann ist es schneller fest und verläuft eben nicht so doll. Kann man dann schön streichen, wo man es hinhaben will. Ganz gut. So, und jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen Pistazien drauf haben. Dafür habe ich mal ein ganzes Kilo, glaube ich, irgendwo gekauft. Fein gemahlene Pistazien. Die können wir jetzt hier noch drüber verteilen. Aha. So, das reicht dann jetzt eigentlich. Und dann ist unser Kuchen auch schon fertig. Und also, sieht lecker aus. Richtig lecker. Und jetzt können wir auf unseren Besuch warten und haben lecker Zitronenkuchen. Also ihr Lieben, das Rezept ist dann wieder unter dem Video in der Beschreibung nicht verlinkt, sondern aufgeschrieben. Da könnt ihr dann mal schauen und das nachbacken. Probiert es ruhig aus, ist wirklich ein leckerer Kuchen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig
und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen oder die leckersten Sachen, die wir finden oder machen. Richtig cool geworden.